betrifft das Jahr 2349. Auf dem Wüstenplaneten New Texas ist ein neues Element entdeckt worden. Kirium. Kirium, die geheimnisvolle Superkraft, die Raumschiffe unvorstellbare Geschwindigkeiten erreichen lässt, die es möglich macht, in wenigen Tagen von Stern zu Stern zu reisen. Kirium ist zum kostbarsten Element im Universum geworden. Kein Wunder also, dass es die Glücksritter nach New Texas zieht. Ein wahrer Kirium-Rausch bricht aus. Doch Recht und Gesetz sind in Vergessenheit geraten. Ein Mann will alle Macht über New Texas und alles Kirium für sich. Tex-Hex. Er raubt und plündert, wo er nur kann. Und holzt dabei geradezu unvorstellbare Schätze an. Und jetzt ist es soweit. Er will seine Beute in Sicherheit bringen. Nur ein Mann kann ihn aufhalten. Brave Star. Was für ein schöner Tag, Brave Star. Ja. Diese Ruhe. Endlich können wir ein wenig ausspannen. Fragt sich nur, wie lange. Für dich jedenfalls ist es gleich vorbei mit der Ruhe. Nur für mich? Mhm. Warum? Weil sich uns die liebliche Mace nähert, die allzu gern dein Herz erobern möchte. Ach, du lieber Wüstengeier. Ja. Wo kann ich mich verkriechen? Zu spät, mein lieber Deputy. Zu spät. Du bist das liebliche Mace. Ich wusste gar nicht, dass du hier in New Cheyenne bist, sonst hätte ich dich selbstverständlich besucht. Aber Fassilein, wo hätte ich denn sein sollen? Nun, im Tal unserer Väter beispielsweise. Hätte ja sein können, dass du einen Verwandtenbesuch machst. Bei meinen Verwandten war ich schon so lange nicht mehr. Ich möchte... Die hören mir hier gar nicht zu. Was ist das für ein Lärm? Was kommt da auf uns zu? Hey, Leute! Was ist das? Kein Gewitter! Das ist nach einem Rauschen. Es ist ein Raumschiff. Ja, ich sehe es. Lauf nicht! Lauf! Unsinn! Bleibt ruhig, Leute! Der Raumer stürzt nicht ab. Aber er fliegt zu niedrig. Ich könnte ihn nicht. Hast du das gesehen? Als ob ich das habe. Den Kommandanten dieses Schiffes schnapp ich mir. Ich muss sofort mit dem Raumhafen sprechen. Ich komme mit. Das will ich hören. Der Kerl hat den Verstand verloren. Dies ist Sperrgebiet. Wie kann er es wagen, New Cheyenne zu überfliegen? Es wird ihn sein Offizierspatent kosten. Hoffentlich meldet sich Alistair Cohen. Da, er ist auf dem Bildschirm. Hallo, Brave Star. Nett, dass du anrufst. Gibt es irgendwelche Probleme? Und ob es die gibt, Alistair. Gerade ist ein Raumschiff über New Cheyenne hinweggeflogen. So niedrig, dass die Scheiben aus den Fenstern flogen und einige Dächer abgedeckt worden sind. Was ist das, ein Raumschiff? Das ist doch völlig ausgeschlossen. Jeder Narr weiß, dass diese Stadt nicht überflogen werden darf. Ja, dieser Kommandant offenbar nicht. Zunächst dachte ich, das Raumschiff stürzt ab. Aber dann wurde mir klar, dass der Kommandant ganz bewusst so niedrig über uns hinweggezogen ist. Aber Brave Star, kein verantwortungsbewusster Kommandant würde so etwas tun. Es sei denn, dass er nicht anders kann, weil er einen Maschinenschaden hat. Maschinenschaden? Ja, kann das sein, dass das hier eine Rolle gespielt hat? Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß ja noch nicht einmal, was das für ein Raumschiff gewesen sein könnte. Das heißt, eigentlich kann es gar keins gewesen sein. Ihr müsst euch geirrt haben. Also nochmals, du weißt wirklich nichts davon. Nein, wir hatten keine Verbindung mit diesem Raumer. Das nächste Schiff von der Erde kommt erst in 4 Tagen. Aha. Na ja, dann ist mir alles klar. Was ist dir alles klar? Ja, es liegt auf der Hand, Alistair. Ich ahnte ja nicht, dass er schon so weit ist. Ha. Der Kommandant dieses Raumschiffes ist Tex-Hex. Er wollte uns in aller Deutlichkeit zeigen, dass er es geschafft hat. Ich fürchte, du hast recht. Tex-Hex hat sein Raumschiff fertig. Jetzt wird er das gestohlene Kirium zur Erde bringen und zum reichsten Menschen aller Zeiten werden. Tja, wenn er das schafft, können wir alle einpacken. Dann gewinnt er so viel Macht und Einfluss, dass wir nichts mehr gegen ihn ausrichten können. Die Lage war verzweifelt. Das Raumschiff des Banditen war Tagesgespräch in New Cheyenne. Furcht breitete sich aus. Viele Menschen glaubten nun nicht mehr daran, dass Marshall Brave Star Tex-Hex und seine Bande aufhalten konnte.
Wir können einpacken. Tex-Hex hat gewonnen. Hör auf damit, Bailey. Ach, jetzt macht mir selbst Suck-Suck keinen Spaß mehr. Dabei habe ich die ganze Hand voller Herzdamen. Wieso legst du die Karten weg, Freddy? Damit hättest du glatt gewonnen. Ist mir egal. Ich will nicht mehr Karten spielen. Ich will nur noch eins. Weg von New Texas und zurück zur Erde. Ja komm, beruhige dich. Wir trinken erst einmal einen Go-Tonic und schon sieht die Welt wieder anders aus, ne? Gut, einverstanden. Aber bestell für Bravestar einen mit. Er kommt gerade. Auf den einen soll ich mir nicht ankommen. Endelbar, 3 Go-Tonic. Alles klar, Bailey. Mace bringt sie euch gleich. Hallo, Marshall. Ich dachte, Sie sind doch Gangster, ja. Bin gerade zurückgekommen. Allerdings ohne Erfolg. Was? Begreife ich nicht. Sie wissen nicht, wo das Raumschiff von Tex-Hex geblieben ist? Wozu haben wir Radar oder haben wir das nicht? Natürlich haben wir. Auf dem Turm von Fort Kirium und am Raumhafen. Das Raumschiff ist dennoch verschwunden. Wir können mit dem Radar nur einen Teil des Planeten überwachen, nicht ganz New Texas. Tja, und was machen Sie jetzt? Ich hoffe, dass die Prairie-People uns helfen. Die Eingeborenen, wie kommen Sie darauf, Marshall? Ja, wissen Sie das nicht, Freddy? Scus, der Stiefbruder meines Deputies, hat dem Volk der Prairie-People heilige und unersetzliche Kirium-Tafeln gestohlen. Das Vermächtnis der Urbewohner. Genau. Ich vermute, dass er Tex-Hex die Tafeln übergeben hat. Gemeinsam wollen diese Banditen damit versuchen, das Feuer des Kosmos zu entfesseln, um auf diese Weise ihre Fähigkeiten bis ins Unendliche zu steigern. Das wäre ja eine Katastrophe. Ja, so sehen es die Prairie-People auch. Darum suchen sie Scus überall. Und wenn sie eine Spur von ihm finden, geben sie mir Bescheid. Und Sie glauben, dass die Prairie-People Scus finden? Davon bin ich überzeugt. Alle Stämme stehen miteinander in Verbindung. Wenn überhaupt jemand Scus aufspürt, dann die Eingeborenen. Und wenn sie ihn haben, wissen sie auch, wo Tex-Hex und das Raumschiff sind. Ich vermute, dass die Gangster zurzeit dabei sind, das Kirium an Bord zu bringen. Ja, es bleibt nicht mehr viel Zeit, Marshall. Ganz recht, Freddy. Vielleicht ein oder zwei Tage, dann bricht Tex-Hex zur Erde auf und wird zum reichsten Mann der ganzen Milchstraße. Marshall Bravestar verließ den Saloon wieder und ging zum Fort Kirium. Die Stratocoach stand davor. Deputy Fuzz hatte den Strato-Mustang ausgekoppelt, um ihn zu säubern und mit Kirium zu versorgen. Auch Mace war da und versuchte, Fuzz Wohlwollen zu erringen. Adeline, niemand arbeitet so gut wie du. So? Findest du? Ja, es ist ja so toll, dass du dich mit diesem Strato-Mustang auskennst. Bist du schon mal damit geflogen? Aber klar doch, Mace. Ich muss dem Marshall doch zeigen, wie es gemacht wird. Ich kann ihn ja nicht beschützen, wenn ich nicht mal mit dem Strato-Mustang umgehen kann. Ja, klar, du hast recht. Oh, der Marshall. Ja? Ah. Hör mal, Fassilein, ich denke, du arbeitest. Hä? Dabei machst du Macy-Line nur schöne Äugelein, hä? Ach, wenn er das doch nur täte. Dabei hat er so schöne Augen. Viel schönere als andere Männer. Aber mir wäre es lieber, wenn er sich um den Strato-Mustang kümmern würde. Oh, ist das denn so wichtig? Na, du stellst Fragen, na sehr. Nur mit dem Strato-Mustang kann ich dem Raumschiff von Tex-Hex folgen. Notfalls bis in den Weltraum. Deshalb brauche ich ihn auf jeden Fall. Und deshalb werde ich dafür sorgen, dass du ihn nicht fliegen kannst. Thunderstick! Die Waffe weg, Thunderstick! Vorsicht! Er zieht das Laserschwert! Ich helfe dir mit dem Lasso! Auch mit dem Laserschwert richtet er nichts gegen mich aus! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Das Lasso sitzt! Gut gemacht, Fass! Und jetzt... Diese Handschellen wollte ich dir schon lange anlegen. Im Namen des Gesetzes, du bist verhaftet, Thunderstick. Und damit du nicht auf den Gedanken kommst, wegzulaufen, lege ich dir auch noch Fesseln an die Füße. Tex-Hex wird mich rausholen. Du hältst den Mund, Thunderstick. Habt ihr doch gesehen? Na klar. Ich habe ihn mit dem Lasso eingefangen. Sein Arm lag in der Schlinge. Und da habe ich ihn herumgerissen, sodass du eigentlich gar nichts mehr zu tun brauchtest, Marshall. Ja, aber wunderbar, natürlich, Fassi. Niemand auf der Welt kann so gut mit dem Lasso umgehen wie du. Oh, Fassi, mein Held, das war ja so toll. Ach, Unsinn. Das war nur eine Kleinigkeit. Thunderstick ist doch kein Gegner für mich. Ja, du großer Held. So, jetzt bringst du erstmal Thunderstick ins Gefängnis. Aber diesmal wird er uns nicht mehr entkommen. Nein, dafür sorge ich. Komm, Thunderstick. Bist du verrückt? Ich kann nicht laufen.
Der Marshall hat mich an Arm und Bein gefesselt. Aber du kannst auf allen Vieren kriechen und genau das wirst du tun. Soweit kommt es noch, dass sich sogar die Roboter über ein bisschen Unbequemlichkeit beschweren. Und ich kümmere mich um den Marshall. Ja? Ist das denn notwendig? Ich glaube ja, der Marshall ist verletzt. Eine Kugel hat ihn an der Hüfte getroffen. Ach, das ist weiter nichts, Mace. Dennoch müssen wir zum Doc. Die Wunde muss behandelt werden, sonst entzündet sie sich. Oder soll Tex-Tex am Ende nur deshalb entkommen, weil du mit Fieber im Bett liegen musst? Oh nein, das darf natürlich nicht passieren. Also, einverstanden. Wir gehen zum Doc. Brave Star verbunden und versorgt vom Arzt zurückkehrte, drängten sich Dutzende von Schürfern um vor Kirin. Fast hatte die größte Mühe, sie zurückzudrängen. Hey Leute, da kommt der Marshall. Na Leute, was ist los? Was kann ich für euch tun? Eine ganze Menge, Sheriff. Uns allen ist klar geworden, was es bedeutet, wenn Tex-Tex sich mit dem Kirin zur Erde absetzt, das er uns gestohlen hat. Ja, genau, das ist es. Wenn er erst einmal weg ist, sehen wir ihn nie wieder. Ja, wann wollt ihr denn ihn endlich verhaften? Wann ich ihn verhaften will? Ja, genau. Aber Freunde, wenn es nach mir ginge, würde ich es sofort tun. Leider weiß ich nicht, wo er sich versteckt hält. Dann quetschen Sie es aus Thunderstick heraus. Sie wissen, was das für ein Blödsinn ist, Bailey. Einen Roboter wie Thunderstick kann man nicht ausquetschen. Dann sorgen Sie wenigstens dafür, dass unsere Ansprüche festgehalten werden. Richtig. Aber das sind Sie doch, Freddy. Jeder von euch hat Anzeige bei mir erstattet. Ja, das stimmt. Ich weiß von jedem, wie viel Kirium ihm gestohlen wurde. Das ist in meinem Computer gespeichert, in Vor-Kirium. Was hilft uns das, wenn Tex-Tex mit dem Kirium verschwindet? Um ehrlich zu sein, Männer, gar nichts. Aber ich werde ihn aufhalten. Ich werde das Kirium für euch retten. Und dann wird es gerecht unter euch aufgeteilt. Na, dann bin ich beruhigt. Ich auch. Na, dann ist ja alles wieder in Ordnung. Lassen Sie sich Tex-Tex, Marshall. Ja, wir helfen Ihnen, wenn wir können. Sie brauchen das nur zu sagen. Wir sind sofort dabei. Ja, genau. Ist schon gut, Leute. Ich weiß das zu schätzen. Und jetzt geht in den Saloon und seid friedlich. Lasst mich meine Arbeit machen. Ja, kommt, Leute. Lass den Marshall in Ruhe. Wir gehen in den Saloon. Spielen wir eine Runde. So geht's nun. Endlich verschwinden Sie. Ich dachte schon, es gibt Ärger. Das war Ärger genug. Pass. Viele von ihnen haben jahrelang draußen in der Wüste gearbeitet, dort auf alles verzichtet und oft nur mit größter Mühe überlebt. Und das alles, um Kirium zu schürfen. Und dann hat Tex-Hex es ihnen gestohlen. In einer einzigen Stunde war die Arbeit von vielen Jahren umsonst. Ja, ich verstehe. Natürlich hoffen sie immer noch, dass sie etwas von ihrem Kirium zurückbekommen. Aber du glaubst nicht daran. Um ehrlich zu sein, aber bitte behalte es für dich. Ich habe nur noch wenig Hoffnung. Die Zeit verrinnt. Und irgendwo da draußen in der Wüste stoppt Tex-Hex sein Raumschiff mit Kirium voll. Und ich kann nichts tun, weil ich nicht weiß, wo er sich versteckt hält. Der Tag verging und die Nacht brach herein. Marshall Brave Star flog mit der Stratocoach in die Wüste hinaus, um nach Tex-Tex zu suchen. Keine Spur. Er flog zum Schamanen der Prairie People. Doch auch da gab's keine Neuigkeiten über Tex-Tex. Enttäuscht kehrte Brave Star nach Vorkirium zurück. Ah, Marshall Brave Star. Endlich kommst du. Lass mich raus. Da kannst du lange warten, Thunderstick. Du verlässt die Zelle erst, nachdem ich dich abgeschaltet habe. Mich abschalten? Das machst du nicht. Ach nein? Mit dem kleinen Finger drehe ich dir den Saft ab. Na, was? Alles in Ordnung? Ja. Abgesehen davon, dass nichts passiert, ist alles okay. Wo ist Tex-Tex? Wo ist das Raumschiff? Ich weiß es. Aber vielleicht kann Alistair mir etwas sagen. Mal sehen, ob er am Raumhaken ist. Ah ja, der Bildschirm erhält sich. Hallo, Brave Star.
Ich habe schon mit deinem Anruf gerechnet. Hast du Text gefunden? Nein, leider nicht. Und du? Auch nicht. Die Radarstation ist rund um die Uhr besetzt. Tex-Tex kann uns nicht entgehen, wenn er auf dieser Seite des Planeten steckt. Wenn er jedoch irgendwo in den Wüsten auf der anderen Seite von New Texas ist, dann können wir nicht erfassen. Ich fürchte, dann ist es zu spät. Dann entwischt er uns. Wir haben nur noch eine Chance. Du musst Thunderstick laufen lassen. Thunderstick laufen lassen? Ja, warum das? Der Roboter wird schnurstracks zu seinem Herrn laufen. Wenn du ihm folgst, findest du das Versteck. Ja, ja, daran habe ich auch schon gedacht, Alistair, aber so dumm ist Tex-Tex nicht. Thunderstick würde mich in den verlassensten Winkel von New Texas locken und Tex-Tex würde hier in New Cheyenne seine Abschiedsvorstellung geben. Genau so wäre es. Deshalb bleibt der Roboter hier. Ja, wahrscheinlich hast du recht, aber dann bleibt wirklich nicht mehr viel Hoffnung. Gute Nacht, Alistair. Ja, ja, leider. Nacht, Alistair. Wie klug du bist, Marshall. Genau das war der Plan von Tex-Tex. Ich sollte dich ins Verderben locken. Leider bist du nicht dumm genug, auf den Plan hereinzufallen. Der Schaman. Das nenne ich eine echte Überraschung. Willkommen in Fort Kyrium. Ich habe eine gute Nachricht für dich, Braystar. Tatsächlich? Lass hören. Ich weiß, wo Tex-Tex sich mit seinem Himmelswagen versteckt. Die Späher meines Volkes haben ihn gefunden. Aber du musst dich beeilen. Der böse Mann wird bald in seinem Himmelswagen für immer von dir verschwinden. Wo ist es genau, Schamane? Wir nennen das Tal den Rachen der Wüstenschlange. Mit einer fliegenden Postkutsche kannst du es in wenigen Stunden erreichen. Das ist eine tolle Nachricht. Danke, Schamane. Wir greifen sofort an. Nicht so schnell, Fass. Jetzt geht es ums Ganze. Wir dürfen keinen Fehler machen, sonst ist Tex-Tex weg. Was hast du vor? Die Schürfer haben mir ihre Hilfe angeboten. Jetzt komme ich drauf zurück. Ich hol mir einige Männer aus dem Saloon und dann schlagen wir los. Komm, der Deputy. Wir wollen Tex-Tex nicht warten lassen. Marshall Braystar rief Colonel Borobot per Funk herbei und sich gefasst auf die Suche nach den Hippodroiden Sturfy Turfy. Dann machte er sich auf den Weg zum Saloon, wo er die meisten Bewohner von New Cheyenne zu finden hoffte. Dabei entdeckte er Turfy Turfy beim Sneak, wo das silberne Robotpferd, wie jeder mal mit Ersatzteilen versorgen wollte. Braystar überließ es fast mit ihm zu reden und betrat den Saloon. Und du hältst dich jetzt mal am Haus, ja? Lacht wie ein Dieter. Achtung, Leute! Leute, hört mich an! Ich hab euch was zu sagen! Marshall Braystar! Es gibt was Neues! Was ist los, Marshall? Haben Sie Tex-Tex gefunden? Genau das ist der Fall! Ich weiß jetzt, wo Tex-Tex sich versteckt hält! Bravo, das ist eine tolle Nachricht! Holen Sie den Jungen raus aus seinem Bett! Ja, wir wollen unser Kirchen wieder haben! Nicht alle durcheinander, Freunde, ich kann es sonst nicht verstehen! Also, ich brauche Hilfe, eure Hilfe! Tex-Tex rechnet wahrscheinlich mit einem Angriff. Wir müssen jedenfalls davon ausgehen. Aber wenn wir jetzt nicht zuschlagen, ist es zu spät! Also, wer von euch ist dabei? Ich bin dabei, Marshall. Ist doch klar. Gut handelbar. Mit dir habe ich gerechnet. Und wer noch? Und ich. Oh, das ehrt dich, Mace. Aber du wirst hier gebraucht. Oh. Bailey, was ist mit Ihnen? Ich? Also, ich... Das ist nicht meine Aufgabe, Marshall. Außerdem habe ich in New Cheyenne zu tun. Ich kann nicht weg. Tut mir leid, es geht einfach nicht. Ich verstehe. Und wer sonst? Du, Freddy? Ich? Das ist nichts für mich, Marshall. Verstehen Sie mich? Ich würde Ihnen ja gern helfen, aber... Also, wenn Sie mich so direkt fragen... Ha, sag's doch schon, Freddy. Du hast Angst, gegen Tex-Tex zu kämpfen. Du bist zu feige. Er könnte dich ja mit seinen roten Augen anstarren und in eine hässliche Eidechse verwandeln. In die hässlichste Eidechse, die man je in der Wüste gesehen hat. Das ist nicht fair, Mace. Ich bin schließlich kein Marshall. Aber du hast eine verdammt große Klappe, wenn es darum geht, dem Marshall Vorwürfe zu machen. Und Bailey auch. Meckern könnt ihr, aber helfen wollt ihr nicht. Ja, schon gut, Mace. Schon gut, Leute, schon gut. Ich kann niemanden zwingen.
Aber beklagt euch später nicht, wenn Tex-Hex mit eurem Kirium verschwindet. Gut, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Ihr seid alle Feiglinge. Marshal Bravestar ist verletzt. Er nimmt den Kampf trotzdem auf, um euer Kirium zu retten. Und ihr verweigert ihm eure Hilfe. Rede nicht so mit uns, Mace. Ich will heil zur Erde zurück. Wenn ich tot bin, habe ich nichts vom Kirium. Die Erde hätte uns ja Soldaten schicken können. Richtig, dann hätte der Marshal genügend Helfer. Bravestar ist nun mal der Marshal. Es ist deine Aufgabe. Worauf wartet er noch? Ich warte auf gar nichts mehr. Ich fliege in einigen Minuten los. Ich werde dafür sorgen, dass Tex-Hex diesen Planeten nicht verlassen kann. Weit von New Cheyenne entfernt schleppten Tex-Hex und seine Helfer das in langen Jahren erbeutete Kirium an Bord des Raumschiffs. Tex-Hex wusste, dass Marshal Bravestar ihm auf der Spur war, und er fühlte sich nicht mehr recht wohl in seinem Versteck. Er wollte so schnell wie möglich starten. Beeilt euch! Wer weiß, wie lange wir noch unentdeckt bleiben. Diesem Bravestar ist alles zu vertrauen. Sogar, dass ihr uns findet. Es war eben ein Fehler von dir, mit dem Raumschiff über New Cheyenne hinweg zu fliegen. Ich weiß, Sensor. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich konnte ganz einfach der Versuchung nicht widerstehen, dem Marshal zu zeigen, dass wir es geschafft haben. Ein Raumschiff. Eine unglaubliche Leistung. Das ist es. Und wir sind alle stolz darauf. Aber es wäre klüger gewesen, mit dem Raumschiff heimlich, still und leise zu verschwinden. Bravestar hätte jahrelang nach uns suchen können, ohne jemals herauszufinden, auf welche Weise wir verschwunden sind. Ja, ja, ich weiß, was soll das jetzt? Warum musst du immerzu auf diesem Fehler herumreiten? Sieh dich um. Wir haben 40 Kisten mit Kirium an Bord gebracht. Wir nur noch 22. Dann können wir starten. Ja, ich weiß nicht, ob es mir auf der Erde gefallen wird. Noch sind wir nicht da. Noch kann der Marshal hier auftauchen und uns aufhalten. Schließlich hat er sich auch von Thunderstick nicht in die Irre führen lassen. Er kann den Start nicht mehr verhindern. Unmöglich. Ja, unmöglich. Er könnte sich uns nicht nähern, ohne gesehen zu werden. Überall oben in den Bergen haben wir Radarstationen. Skywalker zieht in den Wolken seine Kreise und beobachtet die Wüste. Da kommt keiner unbemerkt durch. Soll der Marshal doch ruhig kommen. Mir wäre das nur recht. Hoho, ich würde ihm einen Sandsturm um die Ohren blasen, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Richtig. Und ich würde ihn ansehen und in eine harmlose Eidechse verwandeln. Das fehlt ihm gerade noch. Er kann den Geist des Falken rufen, wenn er nach Feinden Ausschau hält. Den Geist des Pumas, wenn er schneller sein will, als jeder Mensch normalerweise sein kann. Den Geist des Bären, wenn er übermenschliche Kräfte entwickeln will. Und die Ohren eines Wolfs, wenn er lauschen will. Oho, und wenn er sich hier blicken lässt, wird der Geist einer Eidechse in ihn fahren, damit er sich besser im Boden verschließen kann. Oh, genau das wollte ich sagen. Komm doch mal, lass mir keinen Sand ins Gesicht. Du weißt, dass ich dagegen... allergisch bin. Cheyenne traf Marshal Bravestar die letzten Vorbereitungen für den Kampf mit Tex-Hex. Handlebar, Borobot, Fass und 30-30 waren bei ihm, bereit, ihm bedingungslos zur Seite zu stehen. Fass, bist du ganz sicher, dass du das Versteck von Tex-Hex kennst? Den Rachen der Wüstenschlange? Ja. Aber sicher weiß ich, wo das ist. Dein Deputy kennt sich schließlich aus auf diesem Planeten. Na, das will ich auch hoffen. Also hör zu. Ich setze mich zusammen mit Fass oben auf die Stratocoach. Handlebar und Colonel Borobot sind in der Kutsche besser aufgehoben. Ja, genau um dich geht es, 30-30. Du wirst dich hinten auf die Kutsche stellen, aber halte dich gut fest. Wir werden nicht hoch, aber sehr schnell fliegen. Ja, ja, du meinst, wenn du runterfällst und es Bruch dabei gibt, dann hast du genügend Ersatzteile für dich dabei.
Ja, dann ist ja alles gut. Ich fürchte nur, der Schmied hat dir mehr Ersatzteile aufgeschwatzt, als du brauchen wirst. Ja, nun ist Schluss mit dem Gewirr. Hoffentlich trägt die Strato-Coach uns alle. Notfalls muss 30-30 eben ein paar Ersatzteile abwerfen. Besser wäre es gewesen, wenn du 10 oder 20 Zentner abgespeckt hättest. Händelbar. So, was, du Flo? Willst doch wohl nicht behaupten, dass ich Übergewicht habe. Ich wiege exakt 14 Tonnen. Und das ist das Gewicht, das ein Mann wie ich haben sollte. Mein Idealgewicht. Genau das wollte ich doch sagen, Händelbar. Ja. Wie kann man mich nur so missverstehen? Nur, sieh dich doch mal an. Wenn ich so einen Bauch hätte wie du, dann würde ich aber strengste Diät halten. Das ist ja großartig. Ich habe also einen Bauch? Ja. Ganz im Gegenteil. Die Bescheidenheit verbietet es mir, darauf hinzuweisen, dass ich einer der schönsten Männer meines Volkes bin. Ja. Die Frauen sind hinter mir her wie der Teufel hinter der verlorenen Seele. Was man ja auch verstehen kann. Also hört endlich auf, ihr zwei. Los, einsteigen. Wir starten. Marshall Bravestar, Handlebar, Fats, Borobot und 30-30 näherten sich dem Versteck der Banditen mit der Strato-Coach, die unter dieser Last fast zusammenbrach. Weit vor dem Tal, das die Prairie-People Rachen der Wüstenschlange nannten, landete Bravestar zwischen meterhohen Kristallen. Warum landen wir, Marshall? Weil ich mich umsehen will. Wie weit ist es noch bis zum Rachen der Wüstenschlange? Einige Minuten müssen wir noch fliegen. Was jetzt, Bravestar? Greifen wir an, Sir? Nein. Ich muss mich erst umsehen. Tex-Hex ist nicht dumm. Er ist über New Cheyenne hinweggeflogen, um uns herauszufordern, aber wir werden ihm nicht blind in die Falle laufen. Ich sehe nichts. Kein Licht, das mir etwas verraten würde. Keine Antennen, kein Radar, nichts. Nur Wüste. Dafür sehe ich etwas. Weil du die Augen eines Falken. Was siehst du, Sir? Lauert Tex hier irgendwo auf uns? Oder Sandstorm? Nein, nicht die beiden. Aber der Skywalker. Er fliegt hoch über der Wüste. Dort oben in den Wolken. Ich kann ihn nicht erkennen. Ich auch nicht. Bist du sicher, dass es der Skywalker ist? Ganz sicher. Er kreist über dem Tal. Wenn wir weiterfliegen, sieht er uns und schlägt Alarm. Das Risiko müssen wir eingehen. Nein, müssen wir nicht. Ich werde den Skywalker da oben runterholen. Wie denn, Sir? Du kannst nicht fliegen. Nein, aber ich habe den Stratomuster. So, wir kuppeln ihn von der Kutsche ab. Eine gute Idee. Und dann? Ja, der Skywalker richtet seine ganze Aufmerksamkeit nach unten. Aber ich steige hoch auf und stürze mich von oben auf ihn. Ich will ihn nicht töten, nur zur Landung zwingen und dann lähmen. Deshalb wird Deputy Fuzz mich begleiten. Und kein Problem, Marshall, Sir Bravestar. Aber müssen wir wirklich so hoch fliegen? Bravestar koppelte den Strato-Mustang von der Kutsche ab und flog zusammen mit seinem Deputy fast davon. Als er so weit entfernt war, dass der Skywalker sie nicht mehr sehen konnte, stieg er steil auf, bis er weit über den Wolken war. Dann näherte er sich dem Tal, in dem sich Tex-Hex mit seinen Banditen versteckte. Und schon bald machte er den Skywalker aus, der tief unter ihnen seine Kreise zog. Sind wir noch immer nicht hoch genug, Marshall? Warum? Ich mach mir keine Sorgen, Fall. Ich weiß doch, dass du mich beschützt. Ja, tue ich ja, aber muss es so hoch sein? Ja, natürlich. Wenn wir noch 20 Meter höher gehen, sind wir im Weltraum und kommen vielleicht nie mehr zurück nach Text. Aber Fass, wir müssten noch sehr viel höher steigen, um in den Weltraum zu kommen. Ach so, wirklich? Und ich dachte schon, ich könnte den Mond mit den Fingern berühren. Sieh doch nicht ständig nach oben in den Himmel hinauf. Unter uns ist es viel interessanter. Aber da unten dreht sich ja alles. Oder kommt mir das nur so vor? Ja, hier ist nur ein bisschen schwindelig, Höhenrausch. Aber das gibt's nicht. Siehst du? Da unten ist der Skywalker. Wir lassen uns jetzt sinken. Wenn wir dicht über ihm sind, springe ich auf seinen Rücken. Du fliegst dann allein mit dem Strato-Mustang weiter, okay? Okay.
Aber musst du den Motor ausmachen? Natürlich muss ich das, sonst hört uns der Skywalker doch. Ach so, ja, richtig. Ist doch klar, sonst hört er uns. Wir fallen verdammt schnell. Viel zu schnell, finde ich. Der Wind reißt mich ja fast herunter, Brave Star. Muss das sein? Achtung, festhalten. Gleich sind wir beim Skywalker. Und du willst wirklich auf seinen Rücken springen? Nichts hält mich davon ab. Wenn so ergeht, meine Mutter, meiner Stiefmutter, meines Vaters, meiner Onkel und meiner Kinder und ich noch nicht habe, wenn das nur gut geht. Übernimm den Strat, du musst dann sein. Achtung, ich springe. Jetzt! Ja, du hast es geschafft! Sie stürzen nach unten. Jetzt sind sie am Boden. Ja! Gut so, Marshall. Ich hätte es nicht besser machen können. Der Skywalker ist gelähmt und ich muss ganz schnell Borobot und Handlebar holen. Tex-Tex, Sandstorm und Cat hatten inzwischen alle Kyrium-Kisten an Bord des Raumschiffs gebracht. Jetzt stand dem Start nichts mehr im Weg. Tex-Tex zog an einem Hebel über seinem Kopf und die Felsen öffneten sich über dem Raumschiff. Der Weg zu den Sternen war frei. Ihr könnt starten. Wir haben so viel Kyrium, dass wir den ganzen Planeten Erde kaufen können. Und noch ein bisschen dazu. Hoffentlich gibt es auf der Erde auch ein paar Wüsten, in denen ich mit meinem Kirika herumfuhren kann. Ja, die gibt es ganz sicher. Du wirst nichts vermissen, Skat. Was ist das? Alarm! Wir werden angegriffen! Marshal Bravestar, wer ist es? Hier, ich sehe ihn. Da drüben kommt er. Schnell wie ein Puma. Sandstorm, halt ihn auf. Er ist schon an den Lebensstrahlern vorbei. Jetzt brauchen wir einen Sandsturm. Pust ihn um. Los, doch, los, doch. Worauf wartest du? Dem zeige ich es. Pass auf. Jetzt. Ja. Dieser Mann, er wird mich nie besiegen. Komm, Kat, wir gehen ins Raumschiff. Sandsturm, du folgst uns, sobald ich dir ein Signal gebe. Ja, ja, ist gut. Lauf. Verdammt, da kommt die Strato-Coach. Sandstorm, hier bin ich! Nein, das darf nicht wahr sein. Der Marshall, Hilfe! Tex-Tex, hilf mir! Schieß, Borobot! Schieß auf Tex-Tex! Ja, wunderbar. Sir, aber wo ist der? Da drüben beim Raumschiff. Schnell, haltet ihn auf! Ich muss Marshall Brave sagen. Sandstorm ist erledigt. Die Handschellen passen ihm ausgezeichnet. Und für seine Beine habe ich auch welche. Ja. So, das wär's. Und jetzt zu Tex-Tex. Hey, pass auf! Das greift an! Um meinen Bruder kümmere ich mich. Sarte, Sarte, hilf mir! Es wird Zeit für Tex-Tex, Sir, sonst entwisst er uns. Und ob es Zeit wird. Er will starten, Sir. Wir gehen an Bord. Schieß das Schott auf. Mit Vergnügen! Das Schott ist offen, Sir. Los, an Bord. Wir holen Tex-Tex raus. Dort geht's zur Kommandozentrale. Da ist noch ein Schott. Schieß es auf, Colonel Borobot. Kein Problem, Sir. Da ist er. Tex-Tex, das Spiel ist aus. Fresa! Ich verwandle dich in eine miese Eidechse. Lass dich nicht lachen. Dazu müssen deine Blicke mich erst mal treffen. Ich bin ein bisschen zu schnell für dich. Aber nicht für das Laserschwert. Damit erwische ich dich. Auf damit dich. Komm. Ja. Es ist vorbei, Tex-Tex. Im Namen des Gesetzes von New Texas. Du bist verhaftet. Ich habe ihn mit dem Lähmstrahl ausgeschaltet, Sir. Ich hoffe, es war gerecht, rechter Sir. Natürlich warst du es, Borobot, Colonel Borobot. Tex-Tex lag ja sowieso schon auf dem Boden. Also, leg ihm Handschellen an. Und was machen wir dann, Sir? Ja, da nehmen wir alle Gefangenen und die Strato-Coach an Bord und fliegen zum Raumhafen. Fast Handlebar und 30-30 sind natürlich auch dabei. Du kannst dein Raumschiff fliegen, Sir. Überrascht dich das, Colonel? Eigentlich nicht, Prester, Sir.
Bandenmitglieder Cut und Sandstorm und selbst der Skullwalker wurden mit dem Raumschiff zum Raumhafen gebracht. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht über den Planeten. Und es dauerte nicht lange, bis sich Hunderte von Männern und Frauen am Raumhafen versammelt hatten. Hat hier nichts mehr zu sehen, der Tex-Tex. Verlasst euch drauf, Leute. Tex-Tex kommt vor Gericht. Und ich bin sicher, dass man ihn ausweisen wird. Bravo! Ausweisung für Tex-Tex! Was ist mit unserem Kyrium? Ja, Marshall, was ist mit unserem Kyrium? Eine berechtigte Frage. Wo ist unser Kyrium geblieben? Schreit doch nicht alle durcheinander. Lasst Marshall Brave Star sagen, was los ist. Die da hinten wollen auch was hören. Ja, tut endlich, was mein liebster Fossilein verlangt. Schließlich ist er ein Held. Fossilein ist ein Held. Das hat der Text allein erledigt. Ja. Nicht ganz, Freunde. Bei aller Bescheidenheit, ein bisschen was hat Brave Star auch getan. Er war zumindest nicht im Weg, als ich das Gerikar von Skas mit einem Teller demoliert habe, sodass der Kerl nicht mit den heiligen Tafeln fliehen konnte. Bravo, Herr Müller! Klasse Leistung! Wir bringen dem Schaman das Vermächtnis seines Volkes zurückgeben! Ja, aber was ist mit dem Kyrium? Eben, warum sagt ihr nichts von unserem Kyrium? Macht euch keine Sorgen, Leute, es ist alles in Ordnung. Dieses Raumschiff ist prall gefüllt mit Kyrium. Ich habe es vorläufig beschlagnahmt. Noch heute werde ich zusammen mit unserem Bankdirektor Comic und dem Raumhafendirektor Alistair Cohen feststellen, wie viel Kyrium es genau ist. Ich will meinen Anteil, Marshall. Ich auch. Ich auch. Ich will auch meinen Anteil. Hohe Männer, jeder bekommt seinen Anteil. Es ist noch alles Kyrium da, das Tex-Tex in den letzten Jahren gestohlen hat. So erhält jeder von euch das zurück, was die Banditen ihm bei den Überfällen abgenommen haben. Lassen wir den Makel hochleben! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip!